Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 17 von Astronia. Ja, wir sind hier mit dem Wagen letztes Mal angekommen. Den müssen wir jetzt noch entladen und da müssen wir noch Feuer machen, also den Ofen anmachen und so. Und das werden wir alles in dieser Folge erledigen und dann werden wir schauen, wie es weitergeht. Ich denke mal, dass ich jetzt hier nach dem Intro gleich erstmal den Wagen weiter entlade, ohne dass ihr dabei seid. Und wenn das erledigt ist, dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, abgeladen ist. Jetzt hatte ich hier geguckt, ich weiß nicht, haben wir letztes Mal, das hat wieder gut geklappt. Ja, gucken wir mal gerade rein. Ich glaube, wir wollten hier noch eine Forschungskammer mehr bauen, ne? Kann das sein? Da brauchen wir ein Harz und ein Gemisch. Gemisch waren schon zwei dran, ne? Harz noch dazu. So, dann müssen wir das Gemisch noch aufheben, das einmal da liegt. Und das andere liegt. Wo liegt das andere? Da. So, und dann können wir die zweite Forschungskammer in Auftrag geben. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht können wir doppelt so schnell forschen. Ich glaube schon, dass das geht, ne? So, das haben wir. So, und was brauchen wir dann noch? Lass mal hier. Ich glaube, hier müsste der mittelgroßes Lager. Da brauchen wir Harz für. Das heißt, wir müssen jetzt Harz besorgen. Harz gibt es dann da links. Da fahren wir jetzt mal hin. Dass wir einmal hier wieder eine Ladung Harz holen. Da gibt es ja schon ganz viel. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier gibt es ja die Leitung. Die Sauerstoffversorgung. Kriege ich das hier hin? Nein, noch nicht ganz. So. Ja, so nicht schlecht, aber wie vom Wagen aus geht das auch. Möchte ich aber jetzt nicht so wirklich. Eigentlich möchte ich gerne, dass der da hinten verbunden wird. Okay. Und dann noch einer. Den möchte ich aber dann schon mal hier hinstellen. Ja, sehr gut. Und jetzt wollen wir mal schon mal abbauen hier was. Warte mal, das ist doch hier eine schicke Schräge. Na, so schick ist die doch nicht. So. So, ich glaube, da kommen wir jetzt reingekrabbelt, oder? So, kurz mal hier rüber gehen. Ja. Gehen wir ein bisschen vor. Hier können wir das nächste T setzen, dann haben wir jetzt Sauerstoff. So, dann können wir uns jetzt hier mal gerade auslassen. Erstmal hier abbauen. Da ist noch mehr von dem Zeug. So, lauter Harz holen hier. Da oben sind noch einige. Sind das Kristalle? Ich würde sagen, ja, ne, das sind Harzkristalle, oder? Okay, da ist so eine Pflanze, die wieder Forschungspunkte gibt. Oh, ich habe sie schon. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ja, klappt ganz gut, ne? Und ja, müssen wir wohl noch da bringen.
Der Drucker druckt noch und die zweite Forschungsgeschichte läuft noch. Das heißt, wir müssen da erst abwarten. Da müssen wir noch eine Plattform gleich haben, damit wir das da draufstellen können, ne? Okay, das war im Fußmarsch jetzt hier. Jetzt würde ich mal gerade den Rucksack aufpacken und dann können wir das mal hier loswerden. Harz auf dem Wagen. Das auch. Und die wollte ich jetzt hier rechts dran machen mal. Und den machen wir mal dahin. So, Rucksack weg. Und schräge runtergegangen, ne? Okay. Oh, da ist eine Höhle. Da ist eine Höhle. Ein Loch in der Erde. Da. Okay. Hier ist nichts abzuholen, ne? Da ist noch was. Da war auch noch was, da ist noch mehr. Okay, da sind noch zwei Forschungsproben dran, die wir jetzt kriegen können. Und die auch. Gut. Die haben wir raus. Da ist ein dicker Stein, den wir gerade unterhöhlen. Ich hoffe, da gibt es kein Theater, wenn der runterfällt. Ich glaube, der ist von selbst aufgelöst. Ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Hier mal noch gucken. Da ist noch was. Hier ist wohl nichts mehr. Doch, da ist was. Aber ich glaube, wir glätten mal hier gerade runter. Weil wenn da eine Höhle ist, dann ist es vielleicht besser, wir gehen da rein. Oh, ist sogar passend hier rausgekommen. Okay. Ich habe jetzt C gedrückt, hat er eingesetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir geschicktesten hier vorgehen. Was war das für ein Ding? Knollkoralle, Gefahr. Vielleicht so am besten bauen, ne? T geht nicht. Also geht schon, aber noch nicht hier unten, ne? So, dann haben wir wieder Sauerstoff. Irgendwie sehe ich gerade nichts. Nochmal ein T. Da ist Forschungsproben, okay. Eine hätte ich noch Platz für. Aber vielleicht kann ich die andere auch noch ans Werkzeug machen. Sieht so aus. Und da ist, glaube ich, noch eine dran, ne? Okay, da geht es noch tiefer. Kriege ich die noch mit? Sieht so aus.
war jetzt das Loch nach unten da? Ich habe noch Verbindung. Ja. T. Kein T mehr da. Das heißt, hier ist erstmal Ende. Wir gehen wieder hoch. Und schauen, dass wir weitere Teile kriegen, um hier zu schauen, dass wir dann nochmal weiter runter gehen. Da könnte ja noch ein Rohstoff sein, den wir vielleicht brauchen würden, ne? Ich glaube, Harz haben wir jetzt auch erstmal ein bisschen was eingeladen. Obwohl wir ja hier noch ein bisschen Platz haben wir ja noch, ne? Nee. So, drehen wir das mal so und dann geht das auch mit dem Aufladen. So, das haben wir alles schon weit geschafft. Ja, komm. Wo war das mit dem Harz? Jo, hat gut geklappt. So wollten wir nicht runterfallen. Das war nicht abgemacht. Da ist auch noch was. Oh. Was kaputt gemacht. Ja, müssen wir schauen. Muss nur aufpassen, dass wir nicht unseren Buggy gleich hier runterholen. Oh, wir müssen hier weiterbauen. Dass wir wieder hochkommen, ne? Okay, wir kriegen Sauerstoff, das ist schon mal gut. Okay, das ist erstmal gut. Wo ist jetzt das Teil? Nicht da. Den aufheben und einfach hier irgendwo hinbauen, ne? Ja, jetzt ist wieder verbunden. Sehr gut. Gehen wir nochmal tiefer. Und jetzt können wir hier nochmal buddeln. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr, ne? Ah, doch, da ist noch was. Da ist noch was. Ah, ich glaube, das war es jetzt aber auch, ne? Ja. Ich gehe mal wieder hoch und schau mal, dass wir hier noch mal vielleicht ein bisschen buddeln können auf der anderen Seite. Weil da ist ja noch ein bisschen hier in dieser Decke. Da ist noch ein bisschen. Ich glaube, das war es jetzt aber. Gut, dann würde ich sagen, springen wir mal auf. Gut, dass wir wieder hingegangen sind, wegen Sauerstoff und so, ne?
Sonst hätten wir das beinahe wieder geschafft, dass wir da Pech gehabt hätten. Springen jetzt auf und fahren mal zurück. Ja, dann würde ich sagen, laden wir wieder aus, machen noch eine Plattform, schauen zu, dass unsere Forschung fertig wird. Und wenn wir das alles geschafft haben, dann sehen wir weiter. Ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.